Gene Hackman, der mit der Rolle des Popeye Doyle in French Connection einen neuen Typ des amerikanischen Detektives schuf, erhielt für diese Leistung den Oscar für die beste männliche Hauptrolle. Der erbarmungslose Kampf einer mächtigen Organisation gegen eine ohnmächtige Polizei. Gene Hackman in dem härtesten Thriller des Jahres, French Connection 2. Marseille, die bunt schillernde Hafenstadt an der Kreuzung zwischen Europa und Afrika, ist der Schauplatz einer unglaublichen Verfolgungsjagd. Marseille, Hauptumschlagplatz für Rauschgift und Hauptquartier der Nummer 1 im Welthandel mit Heroin, Alain Charnier. Aber Marseille ist nicht Manhattan. Verstehen Sie mich? Ich hätte gern einen Four Roses pur und ein Glas Wasser extra. Ja? Was? Die Mayonnaise. Mayo. Mayo, Mayo, Mayo. Ah, Scotch. Da steht er. El Scotcho. Sieh mir auf den Mund. Mayo. Mayo. Monsieur Doyle, man hat mich aufgefordert, Ihnen zu helfen. Das heißt, ich habe nicht darum gebeten, dass Sie herkommen. Was wissen Sie denn von Marseille? Glauben Sie, dass Sie können sich hier so benehmen wie bei sich zu Hause in Harlem? Ich bin seit 14 Jahren Polizist in New York. Und das Heroin aus Marseille hat mehr Leute getötet als ich, Mister. Ich wäre lieber bei der Heilsarmee in New York als Präsident von Frankreich, aber ich bin hier, um einen Auftrag zu erledigen. Und das ist Charnier zu fangen. Und genau das werde ich tun. Sie wollen ihn in eine Falle locken. Die Nummer 1 des Rauschgiftsyndikats, Alain Charnier. Popeye ist ihr Köder. In diesem eiskalten, brutalen Spiel ohne Erbarmen. Achtung, stehen! Ich muss sagen, Mr. Doyle, dass Sie genau die Person sind, die ich nicht wiederzusehen wünschte. Sie sind ein guter Polizist. Und ehrlich. Ziemlich borniert. Jede Partie. Aber ehrlich. Hör zu, du Arschloch, sag mir die Wahrheit. Ihr habt mich geleint. Los, kommt raus, ihr verdammten Ratten! Hey, ihr bärtigen Mistgeburten! French Connection 2. Dies ist Popeyes Rache an der Nummer 1. Und seine Rache ist furchtbar. French Connection 2. Warum gehen Sie nicht nach New York zurück und erschießen Polizisten? Das ist das, was Sie am besten können. 1971 erhielt French Connection, Brennpunkt Brooklyn, den Oscar als bester Film des Jahres. Es gibt nur einen Film, der an diesen Erfolg anknüpfen kann. Gene Hackman in French Connection 2.